Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben aus dem Landhaus Eppenbühl. Ganz, ganz herzlich willkommen. Heute geht's um Hochstämme. Hinter mir, da stehen sie. Sie sind jetzt wurzelnackt angekommen, sind in unserer Halle zusammen mit tausenden anderer Rosen, Strauchrosen, Kletterrosen, Rambler, alles da. Aber heute geht's um die Hochstämme, auf die ihr ja schon sehnsüchtig wartet. Und Hochstämme sind natürlich toll in euren Gärten. Ich gebe euch ganz viele Tipps heute, wo man sie am besten pflanzt, wofür man sie verwendet, wie man sie pflanzt, wie man sie gut über den Winter bringt und wann man sie schneidet, all diese Geschichten. Und wir schauen uns natürlich auch wunderschöne Sorten an. Hier, guckt mal, ist das nicht hübsch? Also von daher werfen wir dann nachher auch noch einen kleinen Blick in den runden Rosengarten hinten, wo unsere Hochstämme auch noch stehen. Gucken wir, was da so alles los ist. Und die beiden haben sich auch schon wieder lieb. Mal gucken. So, hier in der Halle, da ist wirklich jetzt das meiste los momentan. Hier seht ihr die ganzen Hochstämme, die angekommen sind, um die geht's gleich. Wenn die ganzen Rosen dann ankommen, tausende momentan, wurzelnackt, frisch von den Feldern, dann kommen die in so großen Holzkisten an und dann müssen wir erstmal die ganzen Kisten auspacken. Dann werden die ganzen Bündel hier ausgelegt und alphabetisch sortiert, geschaut, ob auch alles da ist, was da sein sollte. Und dann sortieren wir sie hier in diese schwarzen Kisten. Das ist alles alphabetisch aufgebaut. Hier vorne A bis Z, die ganzen Strauchrosen. Schaut mal hier zum Beispiel, sind wir gerade bei Pretty Pink Pet. Wunderschön, die hatten wir ja letzte Woche mit John in unserem Umpflanzvideo drin. Übrigens, das Video gibt es jetzt auch auf Englisch ab Montagabend, dann auf dem englischen Kanal, wenn ihr das Ganze nochmal angucken wollt auf Englisch. Hier Palais Biron zum Beispiel ist jetzt noch nicht angekommen. Die kommt wahrscheinlich in den nächsten Tagen an. Mozart ist schon da. Also von daher hier alles alphabetisch Strauchrosen. Und dann geht's hier hinten weiter, auch nochmal ein Alphabet A bis Z. Dann alle Kletterrosen und Rambler. Da im Prinzip genau das Gleiche. Haben wir dann wunderschön Abandonata hier zum Beispiel. Butterflies, Rest, unsere geliebte Lila de Féligante ist jetzt schon da und wir sind dann permanent den ganzen Tag natürlich immer wieder am Wässern, dass die richtig schön feucht bleiben, die Pflanzen. Das ist natürlich wichtig, die Wurzeln dürfen auf keinen Fall austrocknen und von daher sind wir da also immer schön am Schauen. Hier alles, also ich könnte da jedes Mal total frohlocken. Es ist einfach so eine tolle Zeit, wenn die dann so alle da sind. Man kann auch so aus dem Vollen schöpfen. Schaut hier, Cerise d'Orchidée. Und ja, vor ein paar Tagen standen die also noch auf den Feldern. Und jetzt sind sie hier und gehen dann eben Zephyrine Drouin ganz, ganz schnell auch zu euch in eure Gärten. Und eben die, die hier verbleiben, die werden dann später, so weiß nicht, im Dezember sowas von uns getopft. Ne? Genau. Ja, und hier drüben sind jetzt die ganzen wunderschönen, wurzelnackten Hochstämme. Da haben wir Augusta, Luise, Aspirin. Ich muss mal die Brille aufsetzen, dass ich es besser sehe. Genau, das ist die Augusta, Luise. Dann hier Blushing Bride und Brood Bell. Die sind relativ groß, seht ihr. Ne? Also das ist über 1,60 Meter. Wenn die dann in der Erde stehen, also wirklich große Hochstämme, die verschicken wir tatsächlich nicht, weil da kommt dann Sperrgut drauf und so weiter. Aber die kleinen, zum Beispiel hier mit 90 cm, die Château de Giverny, die nehmen wir gerade mal mit raus, auch eine sehr, sehr schöne, die kann man gut verschicken. Ja, und dann hat sie also alles Mögliche, Dainty Pink. Und was haben wir denn hier noch Hübsches? Eye of the Tiger, wunderbar, die nehmen wir doch auch gerade noch mal mit raus. Auch eine kleine. Dann die Freesia, die kennt ihr, ne? Und Garden of Roses, sehr, sehr schön. Gertrude Jekyll, natürlich immer ein ganz, ganz toller Hingucker. Hansestadt Rostock, ganz toll. Humphreys Rose, James L. Austin, eine englische Rose.
Tja, Leonardo da Vinci, die zeige ich euch auch gleich draußen nochmal. Die habe ich großen als Hochstamm draußen im Topf. Dann haben wir hier Mozarts Lady. Sehr schön. Mrs. Billy Crick. Nautica ist natürlich auch toll als Hochstamm mit diesem bläulichen, mit dieser bläulichen Blüte. Gloria Dei, Peace, wunderschön. Und dann haben wir hier noch die Rosengräfin Marie Henriette. Rouge My Love, die haben wir auch draußen nochmal für euch zu sehen. Also es hat wirklich jede Menge Sorten, Sweet Pretty. So, jetzt gucken wir aber noch eine große, die wir mitnehmen. Hier zum Beispiel, ja, Perennial Blue. Und dann schauen wir mal draußen, was ich euch dazu noch alles erzählen kann. Kommt mit. So, jetzt gesellen wir uns nochmal hier ein bisschen zum Seppel. Also, wurzelnackte Hochstämme um diese Jahreszeit natürlich richtig super. Seht ihr, ne? Das sind die kleinen, 60 cm hoch. Ungefähr so Hüfthöhe, wenn sie dann in der Erde sind. Dann haben wir hier die etwas höheren, 90 cm hoch. Ist dann natürlich, gibt schon ein bisschen mehr her, ne, wenn ihr dann die in der Erde habt, ganzen Ticken höher. Und dann gibt es eben noch welche, die so einen 1,20 Meter hoch sind und dann eben hier oben schön ihre Krone habt. Ich werde immer wieder gefragt, was hat es denn mit diesen wurzelnackten Hochstämmen auf sich? Wie entstehen die überhaupt? Im Prinzip ist es ganz ähnlich wie bei den Strauchrosen oder bei den Kletterrosen. Die sitzen also auf einer Wildrosenwurzelunterlage. Das ist Rosa canina, Hundsrose, nicht Katzrose, Hundsrose, die eben Rosa Pfänder, eine ganz spezielle ist. Und die neigt eben dazu, einen schönen geraden Stamm hervorzubringen, schönen geraden Trieb. Also da wird im Prinzip ein Trieb von klein auf eben gezogen, damit er dann richtig so Statur bekommt. Und dann später, nach ein paar Jahren, es dauert wirklich 3-4 Jahre in der Regel, bis die Hochstämme so weit sind, dass sie dann eben hier oben mit der Veredelung der eigentlichen Rose, nämlich hier in dem Fall ist es diese wunderschöne Eye of the Tiger, ihr kennt die gelbe mit der schönen etwas dunkleren orangenen Mitte und die werden dann eben hier oben rein okuliert. Ne? Da es eine relativ aufwendige und diffizile Arbeit ist, könnt ihr euch vorstellen, wenn es erst ein paar Jahre braucht überhaupt, bis diese Wurzelunterlagen so groß sind. Deswegen werden auch wirklich die besonders starken und die besonders harten und die besonders robusten und die besonders guten Rosen im Prinzip dafür hergenommen, die dann eben auf Hochstämme okuliert werden und als Hochstämme verkauft werden. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt eine vom letzten Jahr, ganz, ganz süß, die gibt's jetzt auch wurzelnackt. Wir können euch die ganzen wurzelnackten Hochstämme jetzt auch im Moment schicken. Gerade die 60er und die 90er sind auch ohne Sperrgut, also wirklich günstig zu verschicken. Ihr könnt jetzt auch zu euren bestehenden Bestellungen natürlich noch dazu bestellen, wenn ihr wollt. Wir sind also jetzt gerade am Anfang des Versands. Ja. Und es ist auch relativ aufwendig, die zu verpacken. Unsere Rosi, die verpackt diese Hochstämme ganz, ganz liebevoll. Die werden eben auch die Wurzel erstmal in Holzwolle eingeschlagen und dann werden sie in ihr Paket gebettet, dann ein bisschen mit Zeitung ausgestopft. Dann könnt ihr noch ein bisschen nachlesen, was hier bei uns in der Region so los ist, wenn ihr wollt. Aber nee. Und dann wird eben die Krone schön nochmal in eine gesonderten Karton davon geschützt, dass da wirklich nichts passiert unterwegs. Genau, und dann gehen die halt auf die Reise zu euch nach Hause. Und hier eben, wie gesagt, also wunderschön diese kleinen, die 60er. Guckt einfach bei uns im Online-Shop, was es da alles hat. Hier zum Beispiel diese schöne Topolina, aber eben auch die Eyes of the Tiger, die ich euch gerade gezeigt habe, oder Eyes on Me, diese wunderschöne mit den eher zart rosa Blüten und eben auch dann der dunklen Purpurmitte. Die haben häufig einen ganz tollen Duft auch. Das ist natürlich auch immer wichtig, hier zum Beispiel auch bei Leonardo, wobei Leonardo da Vinci gar nicht so stark duftet. Da sind es eher so diese wunderschönen, kugelig gefüllten Blütenbüschel, die die hat und eben aber auch sehr, sehr winterhart ist. Also eine ganz, ganz tolle Rose, auch für einen Hochstamm und eher dann so ein bisschen auch ausladender wird, auch so ein bisschen hängenden Habitus hat, so ein bisschen romantischer ist. Dann hier natürlich Bonica. Ist immer eine tolle Variation als Hochstammrose, weil sie den ganzen Sommer halt unglaublich reich blüht. Wunderschönes kleines Laub auch dabei hat, also eine sehr attraktive Rose. Aber ihr seht es eben auch wirklich richtig, richtig schön als Hochstamm. Oder eben hier drüben die, wenn wir noch mal ins Rot wollen, die Rouge My Love. Mit dieser herrlichen, altmodischen, geviertelten Blüte. Hübsche Knospen auch dabei, glänzendes Laub dazu.
weniger Duft tatsächlich, aber eben auch wirklich eine sehr, sehr winterharte Hochstammrose. Oder eben dann hier drüben die James Austin. Da oben ist noch so ein Ausreißer, angenehmer Duft, auch sehr kompakt, sehr, sehr winterhart. Und das ist jetzt im Prinzip ein großer. Also der ist jetzt über 1,20 und dann eben natürlich auch bei euch im Garten dann sehr schön. Ihr müsst euch vorstellen, die sind jetzt im Prinzip, die stehen ja noch in Töpfen, die werden dann eingepflanzt. Also wenn ich mich jetzt mal auf dieselbe Höhe bringe wie der James, dann ist es, kommt es so hin. Ne? Ich bin jetzt so auf selber Bodenhöhe wie der. Genau, dann hier drüben ganz schön eben noch die Roald Dahl, die haben wir jetzt nicht, aber die Chateau de Giverny. Guckt mal, wie hübsch die ist mit dieser wunderschönen gefüllten Blüte. Jetzt auch so im Spätjahr noch ein bisschen mehr so Rosé- und Aprikot-Anteile. Auch ein angenehmer Duft dabei. Also wirklich, es gibt da die unterschiedlichsten Sorten jetzt. Guckt einfach bei uns im Onlineshop, wenn ihr da Lust drauf habt und Spaß dran habt. Ich guck mal noch, was es da so alles noch für euch hat, die ich vielleicht noch gerade zusätzlich erwähnen möchte. Ja, Aspirin natürlich, wenn wir eine weiße wollen, ne? Die auch bei uns im Granny's Walk jetzt noch gerade ganz, ganz toll am Blühen ist. Sehr, sehr gesund auch eben und auch vor allem bienenfreundlich, ne? Wenn ihr was Bienenfreundliches so als Hochstamm haben möchtet. Die Absolutely Fabulous, die ich euch neulich schon mal vorgestellt hatte, die gelbe, auch hübsche Blüte, schöner Duft, gefüllte Blüte und eben auch wirklich toll als Hochstamm. Dann die Gärtnerfreude, wenn ihr noch was anderes Rotes haben möchtet. Regenfest, hitzebeständig, auch ganz, ganz klasse. Innocentia, auch ganz schön. Ne? Die weiße, auch mit ganz viel Duft und einer offenen Blüte, auch wieder eben schön bienenfreundlich. Claude Monet, Impressionistenrose, gestreift. Sieht natürlich auch toll als Hochstamm aus. Ne? Also von daher habt ihr da eine große Auswahl. Aber ich muss euch sagen, die sind jetzt wirklich nur eine Zeit lang Hochstamm wurzelnackt zu bekommen, weil wir müssen die dann relativ bald wieder topfen und in dem Moment seht ihr, wenn sie getopft sind, dann sind sie einfach zu schwer und zu globig, um sie euch dann noch zu schicken. Also jetzt die nächsten 2 Wochen, 3 Wochen bitte, wenn ihr Hochstämme wurzelnackt haben wollt, dann zuschlagen. Wie gesagt, dann verpacken wir die ganz liebevoll für euch und dann könnt ihr die eben direkt bei euch in den Garten pflanzen. Genau, und wenn wir sagen, apropos in den Garten pflanzen, würde ich vorschlagen, Seppel, bist du zu faul oder kommst du noch mit? Gehen wir doch einfach noch mal hinten kurz in den runden Rosengarten. Da haben wir ja auch einige Hochstämme stehen und dann kann ich euch da noch mal ein paar ganz praktische Tipps geben, wie die im Garten aussehen, wo ich sie in den Garten am besten pflanze, wie ich sie über den Winter bringe und all diese Geschichten. Okay? Ja, geh mal los. Packen wir den Seppel mal. Mal schauen, ob er in sein Wegelchen, sein Taxi einsteigt heute. Das ist jetzt so ein Traum hier im Moment noch. Der Sumpfsalbei auch noch in voller Blüte. Ne? Salvia amistat kennt ihr, weise ich ja immer wieder gern drauf hin. Nicht ganz winterhart, aber absolut traumhaft. Mit ein bisschen Schutz kommt er natürlich auch bei uns über den Winter. Und die Farben, Leute. Es ist so traumhaft. Also doch noch so ein bisschen Altweibersommer haben wir bekommen. Wenn wir es mal von oben anschauen, diese Rottöne und die Gelbtöne und überall ist wirklich ein Feuer hier in den Gärten. Genau, aber darum soll es nicht gehen. Am Ende des Videos, wie gesagt, geben wir euch nochmal alle Impressionen mit. Jetzt wollen wir hier doch nochmal gerade schauen, was es mit den Hochstämmen hier im runden Rosengarten so auf sich hat. Apropos runder Rosengarten, diejenigen von euch, die schon länger zuschauen, die wissen, dass wir ja das große Projekt vorhaben, diesen ganzen Rosengarten zu verlegen, Johns Garmans Rosengarten mit all seinen Sorten. Weil hier mittlerweile so viel Konkurrenz ist von den umliegenden Mammutbäumen, von den riesigen Kirschbäumen hier, von der Hecke drumherum, dass der ganze Garten sich wirklich mittlerweile extrem schwer tut. Ne? Und wir haben natürlich jetzt hier drüben wunderbar
Gelegenheit. Wenn man darüber schaut, da seht ihr so durch die Mammutbäume auch ein bisschen so Stöcke überall stehen. Und wenn wir es von oben anschauen, der John hat jetzt also angefangen zu planen, den neuen Rosengarten, der da drüben entstehen wird, auch mit unseren Versuchsbeeten und allem drum und dran. Das wird also über den Winter unsere große Aufgabe werden. Da werden wir richtig Spaß dran haben. Und von daher, also da gibt es wieder ein großes Projekt dann auch für euch mit zu beobachten, wie dieser ganze runde Rosengarten dann eben entsprechend umziehen wird. So, aber jetzt geht es um die Hochstämme. Guck mal hier, Lovely Green, sieht immer noch toll aus. Haben wir leider nicht als Hochstamm dieses Jahr, aber immerhin als Rose, sonst als Strauchrose könnt ihr die bestellen, wenn ihr wollt. Hier unten immer noch total schön die Sweet Pretties am Blühen. Auch klasse. Also wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin der große Fan dieser herrlichen Rose. Und das ist natürlich keine Skarmenrose. Das ist so ein Überbleibsel aus früheren Jahren, dass dieser Hochstamm hier noch steht. Und in dem neuen Rosengarten drüben dann auf der alten Verkaufsfläche, wo dann die ganzen Skarmenvarietäten reinkommen, da werden wir dann auch eine ganze Menge von Johns Sorten auf Hochstämmen pflanzen. Haben wir extra auch letztes Jahr schon okulieren lassen. Und da werden wir dann richtig gelegen haben, uns auch dort mit Hochstämmen auszutoben. So, aber wie setzt man Hochstämme? Wofür nimmt man die im Garten? Toll ist es natürlich immer, ne? Wenn ihr hier rechts und links die gleiche habt, zum Beispiel an so einem Weg, an so einem Durchgang. Oder ihr habt die rechts und links in einem schönen Pott, in einem schönen Topf, rechts und links von eurer Eingangstür. Oder ihr habt einen kleinen Weg vom Gartentürchen bis zu eurer Hauseingangstür. Und dann macht ihr so eine kleine Allee oder sowas. Also das ist im Prinzip das, was man mit Hochstämmen wunderschön machen kann. Oder ich habe hier, wir haben ja hier unsere wunderschönen Obelisken, Landhaus Ettenbühl, die schönen schlanken Obelisken stehen in den Beetmitten. Ich kann natürlich hier auch in der Beetmitte wunderschönen Hochstamm stehen haben, ne, wie wir es zum Beispiel im Lavendelgarten haben mit den Hochstämmen der Pyrosalicifolias. Also das ist immer eine schöne Sache. Was ein bisschen komisch ist, ist, wenn ein Hochstamm einfach so irgendwo buff eingestreut ist. Also es ist immer schön, wenn der irgendeinen architektonischen Sinn hat, ne? Ihr habt zum Beispiel ein längeres Beet und habt dann jeweils drei Hochstämme zum Beispiel in diesem längeren Beet in einem sinnvollen Abstand. Also immer da ein bisschen gucken, dass das eben Sinn macht. Und ich würde zum Beispiel auch an solchen Stellen, wo ihr rechts und links pflanzt, eher eben ein Pärchen setzen, dass ihr da wieder so eine Harmonie habt, wie eben so eine Harmonie auch bei einem Rosenbogen ihr hättet. Das ist einfach hübscher, als wenn hier irgendwie was Rotes und da was Gelbes steht. Das ist dann irgendwie komisch. Aber das ist natürlich kein Gesetz, das ist eure eigene Entscheidung, wie ihr das gerne machen möchtet. So, dann haben wir hier ein paar ganz spannende Sachen. Ich muss jetzt noch mal gucken, wo es war. Irgendwo hatte ich hier drüben. Kommt mal mit, ich nehme mein Wägelchen auch mit. Seppi, kommst du auch mit? Gucken wir noch mal hier. Es kommt nämlich auch manchmal vor. Wir hatten es ja jetzt gerade von den Wildrosenwurzelunterlagen, dieser rosa Pfänder, ne, die dieser Stamm quasi ist für den Hochstamm. Und manchmal kommt es tatsächlich vor, dass ihr hier auch einen Wildling habt. Ich hatte die Frage letztes Jahr schon mal. Und wir sagen ja normalerweise immer, hoch diese Wildlinge auf keinen Fall schneiden, auf jeden Fall rausreißen. Ist beim Hochstamm ein bisschen tricky, Leute, weil unter Umständen reißt ihr den ganzen Hochstamm mit raus, ja. Von daher also ein bisschen aufpassen mit dieser Kraft, die ihr da ansetzt. Ich würde bei denen tatsächlich eher, ich schneide ihn jetzt mal gerade ein Stückchen ab, damit ich da besser dran komme. Bei so einem Wildling würde ich euch raten, eher mit dem Spaten dran zu gehen und den dann tatsächlich abzustechen, ne? So, gucken wir mal, wo der ist. So, schaut, habe ich jetzt so ein bisschen, der ist relativ, sitzt auch wirklich relativ fest und tief, aber mit ein bisschen Kraft des Spatens könnt ihr den eigentlich ganz gut eben dann auch entsprechend rauskriegen. Die kommen natürlich in der Regel wieder und dann geht einfach wieder so dran, ne? Aber wie gesagt, also bei den Hochstämmen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Rausreißen. Das kann ins Auge gehen, beziehungsweise ja plötzlich den ganzen Stamm in der Hand. Wildling noch mal ganz kurz. Sieht man natürlich bei dem Hochstamm ganz klar. Der gehört da nicht hin.
dieser Austrieb. Aber ihr seht auch ganz klar, es ist ein völlig anderes Laub. Sieht komplett anders aus als eben die Rose hier oben drauf. Es lässt sich schön vergleichen, aber eben, wie gesagt, da gibt es eh wenig Zweifel dran. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Fall, dass der Wildling gar nicht von unten direkt aus der Basis kommt, sondern schaut mal, wie hier hinten zum Beispiel, das ist auch ein gutes Beispiel, an dieser schönen Swanee, dass der tatsächlich hier direkt auch aus dem Stamm rauskommt. Warte mal, ich schneide mal hier ein bisschen frei, dass ihr es besser seht. So, und da kommt er hier direkt raus. Was passiert? Das ist natürlich definitiv nicht die Swanee hier oben, ganz klar, ne? Weil die ist ja hier oben okuliert. Die ist hier oben veredelt. Also da unten kann nichts mit Swanee sein, die ich eigentlich hier haben möchte. Und dieser Strieb, das ist natürlich einer, warte mal, ich schneide mal hier schon mal ab, der ansonsten die Energie aus dieser Rose natürlich wirklich raussaugt. Und diese Energie soll natürlich hier oben in den Blüten und den Trieben, in den Laub ankommen. Wir haben das ein bisschen versäumt. Der ist sehr dick geworden, uns ist er nicht aufgefallen. Also am besten immer gleich schneiden, wenn die gerade frisch rauskommen. Und dann wirklich direkt am Stamm, direkt so nah wie möglich abschneiden. So, weg ist er. Ne? Müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt verschließen mit irgendwelchem Bundverschluss oder sonst was. Aber je dünner der natürlich ist, je jünger die sind, je schneller ihr den zu Leibe rückt, desto kleiner ist natürlich dann auch diese Schnittfläche, diese Wunde. Aber eben, wie gesagt, da passiert jetzt nichts. Ne? Gut, wir lassen unsere Hochstämme jetzt einfach mal so stehen momentan. Ihr wisst ja, sind alles auch öfter blühende Hochstämme. Die würden wieder jetzt stimuliert werden, wenn wir hingehen und zurückschneiden. Auf der anderen Seite, wenn natürlich hart, und hier, guckt mal, ich meine, sieht natürlich immer noch traumhaft jetzt auch aus um diese Jahreszeit. Das ist die Marie Parvis, aber die Aspirin wäre auf jeden Fall genauso schön, wenn ihr eine weiße haben wollt. Wir lassen die natürlich jetzt noch blühen. Wir erfreuen uns noch an den. Guckt mal hier, Stephanie's Rose. Ist die nicht auch noch schön? Selbst wenn sie da so ein bisschen nackig hier im Garten rumsteht und kein Laub mehr hat. Aber immer noch wirklich sehr, sehr schön. Genau, wir lassen die jetzt einfach noch ein bisschen stehen, genießen sie noch und warten ab. Wenn dann natürlich irgendwann heftige Fröste angesagt sind, dann gehen wir natürlich auch hin und würden unsere Hochstämme schützen. Aber da muss es dann wirklich richtig weit unter 0 Grad gehen, also wirklich jenseits des Gefrierpunkts. Aber wir können uns das gerade mal da drüben angucken. Sepp, im Moment, ich will dich nicht überfahren, gehen wir einfach andersrum. Was ihr dann eben zwecks Winterschutz machen würdet. Übrigens, Hochstämme, die waren schon bei den Römern in Mode. Die Römer, die haben zum Beispiel Lorbeerhochstämmchen gehabt. Die haben die extra eben so auf dem Stämmchen hochgezogen, damit sie sich beim Pflücken nicht so doll bücken mussten. Schon ein bisschen dekadent, oder? Aber eben, was für uns natürlich an Hochstämmen so schön ist, dass ganz viel halt auf Nasenhöhe passiert. Ne? Also zur schönen Architektur dabei kommt natürlich dann zusätzlich noch dieser Benefit dazu, dass ich eben diesen schönen Duft habe. So, ich schneide jetzt für euch zurück. Ich habe die Lovely Green in den letzten Jahren immer häufiger mal schon auch zurückgeschnitten, so früh. Die hat es eigentlich nie wirklich uns übel genommen, aber ist natürlich jetzt auch noch sehr, sehr viel Laub dran. Also ich kann sie jetzt eben dann, wenn ich sie einpacken wollte zum Beispiel, ne, weil wirklich starke Fröste kämen, viel Schnee käme. Und die sind natürlich, wenn da viel Schnee drauf fällt, echt anfällig. Hier eine fette Schneehaube, dann kann natürlich so ein Hochstamm durchaus mal auch brechen und nachgeben. Deswegen muss ich da schon schauen, dass es alles irgendwo so ein bisschen kompakt bleibt und eben nicht zu schwer wird. Bitte macht eines nicht. Man liest es immer wieder für den Winterschutz, dass man sagt, man legt die Hochstämme auf den Boden mehr oder weniger flach in so einem Boden und schlägt dann quasi die Krone mit der Erde ein, mit der Veredelungsstelle hier unten, dass die schön geschützt in der Erde ist. Macht das bitte nicht. Euer Hochstamm macht es vielleicht das erste Jahr mit.
Er macht es vielleicht auch noch das zweite Jahr mit, aber irgendwann sind die Stämme so stark, dass sie brechen würden. Also das ist einfach keine, finde ich, gute Idee, die Hochstämme so zu überwintern. So, wenn ihr so einen schönen, kompakten Hochstamm jetzt habt, mein Laub ist natürlich jetzt alles noch dran, aber wie gesagt, ihr werdet von harten Frösten minus 5, minus 10, noch mehr, eben entsprechend überrascht, dann geht ihr einfach hin. Ich habe das schon häufiger gezeigt. Ich mache das jetzt nicht nochmal, die ganze Prozedur. Wir klinken euch das Video oben ein. Manchmal ist dieser ganze Rosengarten quasi eingepackt, wenn es wirklich so eisig ist. Häufig vor allem noch im Frühjahr. Wenn man so diesen Wahnsinnswechsel hat auf tags sehr, sehr warm und dann eben nachts wirklich tiefe Nachtfröste, dann ist es wirklich angesagt, dass man seine Hochstämme ein bisschen einpackt. Und dann machen wir eben diese Vlieshaube oben drüber. Und ganz besonders wichtig ist es, da habe ich diesen Jutestreifen, habe ich auch noch mal mitgebracht. Damit binden wir dann quasi unten die Veredelungsstelle schön zu, dass die gut geschützt ist. Und dann hat quasi dieser ganze Hochstamm so ein richtig schönes Häubchen drüber. Und dann sind die auf diese Weise gut geschützt. Wer das Ganze ein bisschen bequemer haben möchte, da gibt es natürlich auch ganz tolle so Fließcover verschiedenster Art. Also hier bräuchte ich jetzt was relativ Breites. Ist dann vielleicht auch wieder zu lang. Ist natürlich auch für alle möglichen anderen Pflanzen toll, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Oleander habt, Bougainvillea in irgendwie Töpfen oder sonst was. Also alles, was so geschützt werden will. Da könnt ihr denen natürlich dann gerade so ein Mäntelchen anziehen. Zu zweit ist das natürlich auch immer ein bisschen einfacher. Aber ihr seht, was ich meine. Und dann kann ich die da quasi so nette kleine Gartenzwerge draußen machen. Und dann sind die natürlich auch eben schön eingepackt für den Winter. Kann man dann hier unten auch ein bisschen zusammenbinden. Hat sogar einen Reißverschluss, wieder zumachen. Also ihr könnt es euch vorstellen, oder? Genau. Wichtig ist einfach in der Zeit, so früher, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, wenn es tagsüber sehr, sehr warm wird und nachts dann sehr, sehr kalt wird, also wieder weit unter Null geht, dann macht es dann häufig Sinn, die mal zwischendurch wieder aufzupacken und eben dann wieder nur zu schützen, wenn es sehr kalt wird. Und ich würde es sonst auch wirklich nur bei den Hochstämmen empfehlen, wenn wenn es wirklich extrem kalt wird. Also wenn ihr jetzt so einen leichten Frost habt, einen Nachtfrost, 0 Grad, minus 3, 4 Grad oder so, sollte es kein Problem sein. Wie gesagt, das sind alles in der Regel harte, winterharte Sorten, die da okkuliert werden. Und von daher ist es also in der Regel auch nicht unbedingt nötig. Also wir schützen hier in diesem Rosengarten tatsächlich nur, wenn es wirklich angesagt ist, weit unter 10 Grad und eben darunter. Okay, so, was habe ich noch für euch? Was war für die Hochstämme im Moment noch wichtig? Mal ganz schnell gucken. Genau, hatte ich vorhin schon angesprochen, die verschiedenen Formen eben. Ne? Ihr habt also ausladendere und eben kleinere, kugeligere Formen. Das ist immer ganz schön, blenden wir euch auch nochmal ein, weil das muss man eigentlich wissen, was möchte ich an welcher Stelle gerne im Garten haben. Soll das eben kompakt sein oder soll das eher so ein bisschen üppiger und so romantisch runterhängend sein? Genau. Und dann könnt ihr eigentlich loslegen mit euren Hochstämmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach wieder unten in die Kommentare rein. Dann nehmen wir das wie immer sehr, sehr gerne auf. Und eben apropos Fragen, suchen wir uns doch jetzt noch irgendwo ein schönes, gemütliches Plätzchen, damit ich eure Fragen von letzter Woche noch beantworten kann. Und ich habe noch so ein paar kleine vorweihnachtliche Schmankerl für euch dabei. Gucken wir mal. Ist das nicht herrlich? Also so einen wunderschönen Tag muss man doch noch mal so richtig genießen, finden wir zwei. Und wollen noch ganz gerne eure Fragen von letzter Woche beantworten. Und zwar Soturi wollte wissen: Hallo zusammen, habe ich das richtig verstanden? Ich kann auch wurzelnackte Rosen erstmal längere Zeit in einen Topf pflanzen, wenn ich noch schauen möchte, wo diese genau im Garten hingepflanzt werden sollen. Liebe Grüße zurück, Soturi. Genau, du kannst wunderbar deine Rosen erstmal in Töpfe setzen, irgendwelche Kübel, die du irgendwo rumstehen hast. Aber noch einfacher ist es tatsächlich, wenn du einen Erdeinschlag machst, wenn du die Rosen einfach
Irgendwo im Gemüsegarten oder irgendwo, wo du eine freie Stelle in einem Beet hast, Graben rausnehmen, Rosen reinlegen, richtig schön zumachen mit Erde, dass sie nur noch ein bisschen rausschauen. Und dann hast du im Prinzip schon einen wunderbaren Erdeinschlag und so können die den ganzen Winter über überdauern. Und dann, wann immer du Zeit hast, gepflanzt werden. Genau, dann hat die Heike noch gefragt, ich habe mich für die Brood Bell entschieden, das ist ja der öfter blühende Rambler von John, der korallenfarbige, den wir hier hinten hinter mir im Lavendelgarten auch stehen haben. Und sie soll ja circa 2 bis 3 Meter hoch werden, schreibt die Heike. Schafft sie es denn überhaupt, einen Rosenbogen mit einer Höhe von 2,50 Meter richtig füllig zu beranken? Ich habe schon von einigen Rosenliebhabern gehört, dass sie dort nur eine Höhe von 200 Zentimetern erreicht hat. Da ihr die Rose ja für Rosenbögen anbietet, frage ich mich, ob ich nun wirklich die richtige Auswahl getroffen habe. Würde ich auf jeden Fall Daumen hoch sagen, Heike, die Brood Bell wird locker 2,5 Meter, auch 3 Meter. Also hier hinten bei uns im Lavendelgarten ist sie ja erstmal an den Stäben, muss sie 2,30 Meter ungefähr hoch und dann geht sie ja nochmal die Girlanden dann entlang. Wir kennen die Rose seit vielen Jahren, also die schafft locker 3 Meter. Also ähnlich wie zum Beispiel Mozart in Granny's Walk, so in dieser Üppigkeit darf man sich da drauf freuen. Also sollte kein Problem sein. Dann wollte die Irene Albrecht gerne wissen, hallo Stefanie, tolle Tipps. Jetzt habe ich eine Kletterrose, die unten nackt ist. Kann ich sie im Frühjahr ganz kurz schneiden? Hab im Sommer Ettenbühl besucht und habe einen Traumtag gehabt. Liebe Grüße, das freut mich erstmal. Der Traumtag, das ist prima. Und bitte nicht einfach die Kletterrose kurz abschneiden, Irene. Schau einfach nochmal in unsere Kletterrosen-Videos rein. Da kann man einiges an Tipps auch noch mal raus filtern, weil da habe ich das häufig schon gezeigt. Aber eher die Triebe dann ausfächern und auf diese Art und Weise die Rose wieder aufbauen. Aber nicht per se die Kletterrose kurz schneiden. Werde ich aber definitiv, wenn wieder Schnittzeit ist im Frühjahr, auf jeden Fall auch noch mal ausführlich drauf eingehen. Dann hat Manu Wittenberg geschrieben, was macht ihr mit dem ganzen abgeschnittenen Pflanzenmaterial? Kann ich das auf den Kompost werfen? Nehmt ihr, also das ist die eine Frage, ja, wir machen immer einen schönen Mischkompost, ein bisschen Laub, bisschen Rasenschnitt, bisschen anderes Schnittgut, was wir sonst in Gärten haben. Kein Rosenschnitt, kein Rosenlaub, wegen der Pilzsporen bitte, ja, das hat nichts im Kompost zu suchen. Dann nehmt ihr in den Beeten die Blumenzwiebeln wieder raus? Nee, dazu sind wir in der Regel zu faul. Ist zu viel Arbeit. Wir pflanzen dann einfach nach, wenn es irgendwie ein bisschen nicht mehr so schön und üppig ist. Und dann möchte Manu Wittenberg noch wissen, ab Ende August habe ich im Hof eine Stelle, wo nur noch wenig Sonne hinkommt. Was kann ich da hinsetzen? Also ab Ende August wenig Sonne, da kann man eigentlich fast alles hinsetzen. Öfter blühende Rosen, wenn die den restlichen Sommer gut Sonne haben, gar kein Thema. Ansonsten schattige Plätze, natürlich auch immer Hortensien gut oder einmal blühende Rosen. Also da hat man einige Möglichkeiten. Und dann kriegen wir hier eben die lieben Grüße aus der Brandenburger Spargelstadt Belitz. Da tun wir doch liebe Grüße zurück hinschicken. Dann wollte die Birgit noch wissen, stimmt es, liebe Stefanie, dass die Rosen alle Blätter im Winter verlieren müssen? Nö, machen die meisten Rosen tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Dazu sind die Winter viel zu mild teilweise. Aber bitte nicht die Blätter dann abzupfen. Lass der Natur einfach ihren natürlichen Lauf, genau. Und dann guck, Lauf und Laub. Und dann schauen wir uns zusammen im Frühjahr an, was wir dann mit dem Laub machen. Aber eben viele Rosen schmeißen mittlerweile über den Winter das Laub gar nicht mehr ab. Dann wollte die Stefanie Lechner noch wissen, Hilfe! Jemand hat in meinem Garten 3 Wochen vor den ersten richtigen Frösten alle verholzten Rosen rabiat zurückgeschnitten. Was kann ich tun, um die Pflanzen durch den Winter zu retten? Also Stefanie, ich hatte schon geantwortet auf YouTube unten, damit du da nicht so arg in heller Panik bist. Aber wenn das jetzt bei anderen auch passiert ist, also in der Regel, wenn die Rosen ein bisschen älter sind und jetzt nicht mehr wahnsinnig austreiben, dann wird wahrscheinlich gar nicht so viel passieren. Ansonsten haltet ihr auch so einen Vlies oder sowas zurecht, falls wirklich harte Fröste kommen, dass du sie vielleicht mal abdeckst und eben entsprechend schützt. Solltest darauf achten, ob sie eben jetzt noch Austriebe machen. Wenn sie keine Austriebe mehr machen, dann ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm. Dann lass sie einfach ruhen und hoffen wir mal, dass das sich wieder dann fängt. Kommt auch ein bisschen drauf an,
was es für Sorten sind. Also so per se schwierig zu beantworten. Wenn noch mal was sein sollte, dann schreib einfach oder auch eine E-Mail mit Fotos oder so, ne? Genau. Und dann hatte die Ute noch geschrieben, fand ich ganz interessant, vielleicht für die, die es auch noch mal wissen wollten. Natürlich kann man die Tulpen und die Narzissen, da hatten wir jetzt ja letzte Woche davon, ne? Und ich hatte gesagt, jetzt so letzte Eisenbahn ist es natürlich normalerweise auch. Jetzt, wo die Böden noch schön warm sind im Herbst, ist die beste Zeit, sie reinzubringen. Wenn es erstmal gefroren ist, dann pflanzt man eigentlich keine Blumenzwiebeln mehr. Aber die Ute hatte geschrieben, also sie hat auch Zwiebeln häufig erst zum Jahreswechsel gesetzt. Klar, wenn der Winter mild bleibt und die Böden offen sind, kann man natürlich da auch sich noch ein bisschen Zeit lassen und dann hat man natürlich auch später in der Saison eben dann noch diese Blüte. Aber trotzdem, wir sind also jetzt hier so in den letzten Zügen der Zwiebelblüher. Übrigens gibt es auch das ganze Zwiebelblüher-Video jetzt auf dem englischen YouTube-Kanal mit John. Da hatten wir ja die Töpfe bepflanzt. Wer das nochmal anschauen will auf Englisch, da gibt es also ein ganz ausführliches Video jetzt, das online ist. Und ja, es sind jetzt noch ein paar Sorten auch nochmal angekommen bei uns. Eben diese wunderschöne grün-weiß gestreifte. Dann aber auch noch ein paar Krokussorten, die natürlich auch immer ganz früh im Jahr ganz toll sind, die man auch noch in Töpfe zum Beispiel pflanzen kann oder in die Beete. Also von daher keine Panik, schreibst du ganz richtig UT mit 3E, aber ist natürlich jetzt eine gute Zeit, dann mit den Blumenzwiebeln dann so langsam zum Ende zu kommen. Genau. Ja, und das waren eigentlich so jetzt mal die wichtigsten Fragen. Alles andere hatte ich schon unten in den Kommentaren letzte Woche beantwortet. Ich wollte euch jetzt gerade noch 2-3 Tipps für die Adventszeit geben, wenn wir hier noch so kuschelig zusammensitzen. Und zwar, ihr wisst ja, ich bin großer Jane Austen-Fan, diese wunderbare Schriftstellerin aus der Regency-Zeit. Hier hat zum Beispiel ein ganz, ganz, geht bei uns natürlich jetzt auch wieder los, Tea Time, ne? Jeden Tag bei uns im Restaurant. Heute ist natürlich herrlich, da kann man fast noch mal draußen sitzen, aber an vielen dieser grauen Tage waren jetzt schon die Kaminöfen an und nichts Schöneres, als sich da so ein paar richtig leckere Kalorien reinzugeben und einen schönen Tee dazu zu trinken. Und das ist ein 24 Rezepte für die Adventszeit. Ganz, ganz hübsch gemacht. Also wie so ein Adventskalender eigentlich mit richtig schönen Rezepten und natürlich auch immer wieder Auszügen aus Jane Austen Romanen oder irgendwelche Informationen über sie. Also ganz, ganz hübsch. Kann man so aufstellen auf den Tisch. Das ist wie gesagt wie so ein 24 Tage Adventskalender mit schönen Backideen eben aus für die Adventszeit. Und wenn wir bei, machen wir heute einfach Jane Austen Tag. Da gibt es ein ganz hübsches weihnachtliches Tea Time Buch noch. Das ist natürlich auch ein tolles Geschenk, so zu Nikolaus oder auch zu Weihnachten, wie auch immer. Und das finde ich eben auch ganz hübsch, weil es ganz viele Zitate aus, also Rezepte natürlich hat, aber auch eben Zitate aus den Büchern von Jane Austen. Und da gibt es dann eben Honigkuchen und ganz leckere Christmas Pudding. Gibt es natürlich bei uns im Online-Shop jetzt auch wieder, aber kann man natürlich auch selbst machen. Das habe ich hier mir noch angemarkert. Oh, Birnen-Brandy-Trifle. Sehr, sehr lecker. Also richtig schönes Buch mit ganz, ganz, auch so Blätterteig-Thais, also Pies, auch salzige Sachen. Und immer wieder zwischendurch eben wirklich so richtig kleine, hübsche Ausflüge eben zu Jane Austen und ihren Werken. Also ganz, ganz hübsch, schönes Buch. Und wer dann noch was fürs ganze Jahr haben möchte, da haben wir einen ganz, ganz schönen Jane Austen Kalender 25 und den finde ich insofern auch wirklich richtig klasse, weil er so die Regency-Zeit so schön widerspiegelt. Also das ist jetzt ein Kalender, wo es ganz pro Woche, ist immer ein Wochenblatt und das ist einfach so nett. Ich habe mal so ein bisschen reingelesen zum Durchschmökern. Also es spiegelt die Mode der Zeit wieder. Es spiegelt den Haarstyle der Zeit wieder. Es spiegelt das gesellschaftliche Leben der Zeit wieder. Und ist also wirklich ganz, ganz schön aus dem Leben der Regency-Zeit gegriffen mit unglaublich schönen Zeichnungen und aber immer wieder auch Auszügen aus Jane Austens Leben, wie sie zum Beispiel an ihre Schwester Cassandra schreibt, auch über Gärten ganz schön. Zum Beispiel Jane Austen als Gärtnerin, die wirklich ganz großen Fabel zum Beispiel für Flieder hatte, aber eben auch für Staudenbeete. Und da gibt's dann immer hier so eine kleine Kolumne mit so netten kleinen Häppchen einfach, ne? Also mir geht's ja meistens so, wenn ich abends
dann zu Hause sitze und noch irgendwie ein paar Seiten lesen möchte. Nach 2, 3 Seiten geht das Licht aus. Und das sind immer so genau die richtigen Häppchen für mich. Hier zum Beispiel Jane und die Rose. Also wirklich ganz, ganz hübsch und eben immer so Wochenblätter. Ne? Also finde ich einen tollen Kalender für 25. Den werde ich mir auch bei mir eben in die Küche hängen. Also er hängt tatsächlich schon. Genau. So, ihr Lieben, das war's. Der Seppel geht schon. Ich wünsche euch allen einen traumhaften, ich hoffe genauso wunderschönen Sonntag, bunten, herrlichen Herbstsonntag. Wenn ihr noch Lust habt auf ein paar Impressionen, die zeigen wir euch jetzt noch. Und ansonsten, ja, genießt einfach eure Gärten, eure Balkone, eure Terrassen. Genießt eure Hochstämme, eure wurzelnackten Rosen. Habt Spaß beim Pflanzen, was auch immer. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten wieder in die Kommentare oder schreiben. Und ja, legt los. Viel Spaß. Schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss. Thank you.